Jo Leute, was geht? Euer Özgen wieder am Start mit einem erneuten Commentary auf meinem Kanal. Und wie ihr den Titel vielleicht schon gesehen habt, ich möchte heute so wieder machen Momente, die jeder kennt. Ich weiß, es hat schon viel gemacht, aber vielleicht gefällt es euch. Ich habe generell ein paar Themen und ja, ich hoffe, es gefällt euch, weil es haben eigentlich schon sehr viele YouTuber das gemacht. Aber na, wenn wir es sehen, einfach Abo da lassen und dann merke ob's euch taugt oder nicht generell. Weil ich eigentlich Bock so, weil ich tue eigentlich gern kommentieren, so generell von Commentary her. Weil Live-Commentary muss ich sagen, da hat es nicht wirklich Sinn zu kommentieren, ich habe keine Ahnung warum, weil da sagt man nur, ah ja, ich hab den niederballert, ich hab den niederballert, oh ich bin so Gangster oder so Pro in dem Game, na keine Ahnung. Auf jeden Fall. Irgendwie mag ich Commentaries lieber, weil es da über ein Thema geht. Das Gameplay, ich weiß gar nicht, ich muss schauen, wie schnell, wie lang das ist. Es ist ein Red Gameplay, richtig schlecht, 14 zu 6. Ja, müsst ihr drauf sagen. Okay, es ist 5 Minuten 43 gelang los. Ich habe jetzt so 8 oder sowas mal aufgeschrieben und ein paar habe ich vielleicht von Internet auch zwar. Und dann hätte ich gesagt, legen wir mal gleich los. Leute, kennt ihr den Moment, wenn einer zu euch was sagt? Zum Beispiel schafft er euch was an, bringst mal Eis oder irgendwas und du fragst nach, wo du das eigentlich gehört hast. Ich hab das eigentlich ziemlich oft sogar. Ich weiß nicht, warum ich will. Ich sag das was aus Reaktion, weil man sicher sein will, ob ich es richtig verstanden habe sozusagen. Und ja, ist eigentlich ganz witzig, weil. Naja, so witzig ist es auch nicht, wenn du jedes Mal was fragst, wenn jemand was anschafft. Also, ich sag's auch nicht immer, aber manchmal kann es schon vorkommen, dass ich sag. Und normalerweise müsst ihr das auch kennen. Das ist ein schlecht. Also, kennst du im Moment, Leute, wenn ihr jetzt am PC sitzt oder am iPad, ist wurscht was. Es betrifft mehr PC so, weil es mehr aufregt beim PC. Was ist das auf einem PC? Ist bei mir generell so, ich tue so meine Videos bearbeiten nebenbei her, muss ich, sonst wäre das voll langweilig. Und dann denke ich mir, ja, ich bin mit dem Bearbeiten fertig und ich schaue mal, ob ich Kommentare gekriegt habe. Wenn ich nichts gekriegt habe, denke ich mir, ja gut, wenn ich das fertig bearbeitet hat, das Video, dann werde ich den Computer befahren, dann fahre ich den Computer habe. Und dann fällt mir genau ein, wie ich auf Herunterfahren gedrückt habe, dass ich noch was im Internet schauen wollte. Da denken wir echt so, bin ich behindert? Warum merke ich mir das nicht? Aber naja, ist halt so. Vielleicht kennt ihr es ja bei iPad oder iPhone oder generell bei Smartphones. Ist es jetzt nicht so schlimm, weil ich denke nicht, wenn sie jetzt fertig seid mit dem Schreiben oder irgendwas, dass ihr euer Handy ob ich fort sozusagen oder ausschaltet. Und da kannst du nicht mehr klein gehen. Von denen her ist das nicht so schlimm. Und ja. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Kennst du den Moment, Leute, wenn ihr euch denkt, so, es am Abend, es ist Montag, legt euch ins Bett, denkt, so schlafen gehen oder nicht? Dann denke ich mir so, ja, so lange brauche ich nicht schlafen und dann bleibt man ein bisschen länger auf und dann in der Früh kennt man sie wirklich sich selber so eine klatschen, so richtig ins Face eine, wenn man in der Früh dann so müde ist und man denkt, Alter, aber heute gehe ich wirklich früh liegen und was ist am Abend wieder? Ah, bleib mal ein bisschen länger auf, ich will nicht schon so früh liegen gehen. Und das ist bei mir ziemlich oft manchmal der Fall, weil mich scherzt eigentlich, so das jetzt, nicht so früh liegen gehen, aber. Ist eigentlich, muss ich eigentlich, weil ich muss um 4:45 aufstehen. Und es ist ziemlich früh, aber dafür, hey, um 2 auf zum Arbeiten, das ist wiederum geil. Dann kommen wir zum nächsten. Ist nicht mehr lang, das Gameplay. Was habe ich noch? Genau. Kennst du das noch, Leute, wie es klein war? Das habe ich ja aufgemacht, wie ich klein war, wie ich mitgegangen bin mit meinen Eltern einkaufen. Da gibt es ja die Wagerler und da ist ja immer so, ist das ein Schloss oder so? Auf jeden Fall ist das da drin und wenn du da Geld einsteckst, dann geht das ja aus und kannst das nehmen. Und da habe ich mal probiert, das Schloss dort, wo du die Münzen rein tust, einstecken oder irgendwie oder sonst irgendwo hin tun.
Es war eigentlich immer ganz witzig, weil wenn man langweilig war, habe ich das da immer gemacht, weil meine Eltern das einkaufen waren. Und ja, dann, genau, das ist bei mir ziemlich oft da. Ich denke mir so, ah, schauen wir mal auf dem Handy, wie spät ist es denn? Dann schaue ich auf, steck's wieder ein und denke mir, fuck, ich habe die Zeit vergessen, wie spät war es denn jetzt da? Da denke ich mir echt, was für ein IQ muss man da haben, dass man das nicht mitkriegt? Kommen wir gleich zum nächsten, weil ich habe noch ein paar. Weil sonst wird das zu. Genau, Leute, ich blende jetzt noch ein Bild ein, weil das die paar Momente muss ich noch vorlesen. Könntest du, wenn es euch sonst mal interessiert, könntest du wegklicken. Auf jeden Fall, kennst du den Moment, Leute, wenn es euch in der Früh so die Haare macht, dann denkt ihr euch, ah, ganz perfekt ist noch nicht, dann probierst du es irgendwie gleich und am Ende schaut es so scheiße aus, da. Weiß ich nicht, da schaut es besser aus, wenn du die Haare gar nicht aufgestellt hast. Ist bei mir generell oft so, da habe ich noch einen Moment, den habe ich gar nicht aufgeschrieben, das gehört so zu den Haarestylen dazu. Wenn es jetzt generell irgendwas tut, was könnte man tun? Das ist, wenn man Schule geht, schwer. Sagen wir mal, man tut jetzt arbeiten und man will jetzt das ganz perfekt haben, aber man hat oder man sieht halt, dass es nicht ganz perfekt ist, dann will man es ausgleichen, aber verkackt es dann. Und das kenne ich auch von Arbeiten her und ja. Genau, das ist ein geiler Moment. Wenn man so in einen Laden reingeht, man will vor was zum Kaufen, aber dann findet man nicht das, was man haben will. Und dann geht man einfach so bei der Kasse vorbei und denkt man sich, jetzt nur nicht irgendwie so ausschauen, dass die irgendwas flacken oder so. Auf jeden Fall, ja, das waren jetzt alle meine Momente, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Kommentar und Bewertung da und schreibt in die Kommentare, ob es mehr davon sein wird. So muss ich mich ein bisschen zubesetzen und überlegen, ein paar Momente oder generell im Internet einmal ein bisschen schauen. Und ja, dann hat man gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Und was ich noch erwähnen wollte, ich habe bei meinen letzten zwei Videos haben mich ein bisschen aufgeregt wegen ein paar Kommentare, weil das kann nicht sein, dass ich immer nur im C bringe und alles. Auf jeden Fall, es hat sich jetzt alles beruhigt. Und ich werde in nächsten Tagen einmal Destiny Live Commentary oder Commentary bringen zu Destiny. Destiny ist nämlich echt geil, ist für die PS4. Und ja, das war's jetzt wirklich, Leute. Und ja, schaut bei Twitter und Ballerina bei mir vorbei. Alles andere steht in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.